Vor allem keine Journalisten, wenn der Glaube Nachricht wird. Das war der Titel eines runden Tisches in Rom über die Kirche und die Kommunikation anlässlich des Paulusjahres, der vom Amt für soziale Kommunikation und dem Kulturprojekt der italienischen Bischofskonferenz organisiert wurde. Die italienischen Bischöfe luden dazu ein, die Rolle des heiligen Paulus als außergewöhnlichem Kommunikator in diesem Jahr des 2000-jährigen Jubiläums seiner Geburt ins rechte Licht zu rücken. Don Domenico Pompili, Direktor des Amtes für soziale Kommunikation der italienischen Bischofskonferenz, forderte die in der Kommunikation Tätigen auf, den Glauben mutig und mit gutem Beispiel weiterzugeben. Vor allem keine Angst haben. Der Glaube weckt Interesse und ist in sich selbst schon eine Nachricht. Manchmal denken wir, dass die Menschen an anderen Fragen interessiert sind, aber im Gegenteil. Wenn der Glaube sich auf die großen Fragen nach dem Sinn des Lebens und nach Gott bezieht, wächst das Interesse sofort. Es bezieht sich auf konkrete Geschichten, die Beweise liefern können, und das ist ein wichtiges Element, der religiöse Diskurs, wie Papst Benedikt der 16. sagt. Del resto mi pare suggerisca lo stesso Benedetto XVI. E questo è un compito che sta davanti a noi. Dies ist eine Herausforderung für uns, ein faszinierendes Abenteuer, das sich uns eröffnet, um neuen Schwung in die heutige Kultur zu bringen und dem Glauben volles Bürgerrecht in ihr einzuräumen. Restituire in essa alla fede cristiana piena cittadinanza. Seit über 10 Jahren versucht dieses Kulturprojekt, die Erfahrung des katholischen Glaubens in die verschiedenen Bereiche des täglichen Lebens und der Freizeit einzubringen, um die frohe Botschaft professionell und kompetent weitergeben zu können. Der Glaube ist nicht Bestandteil des täglichen Lebens, aber er ist genau das Leben im Inneren, wo das Leben der Menschen fließt.